In die Hände spucken und einfach loslegen, das reichte nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, um die totale Zerstörung in der Innenstadt wie hier in Braunschweig erstmal wegzuräumen und Platz für den Wiederaufbau zu machen. Ob nun mit vornehmer Fliege oder unter der Proletariermütze, alle mussten ordentlich anpacken. Ohne die ratternde Heldin unserer kleinen Geschichte, die Trümmerbahn, würden die Herren mit und ohne Fliege oder Mütze wahrscheinlich noch heute schaufeln. Auf die Lok wollte übrigens jeder, ging aber nicht. Trümmerbahnlokomotiven sind nun mal eher klein geraten, aber wenigstens nebenher laufen durften die Trümmerjungs. Eine besondere Disziplin bei der Trümmertour im Trümmerbahn-Gleis-Gleichschritt-Marsch. Zum guten Schluss Essen fassen, nicht unbedingt mit 5 Sternen, aber Hauptsache, es macht satt irgendwie.